Frohes neues Jahr und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr seid alle gut und unverletzt in das neue Jahr gestartet. Ich habe noch alle Finger dran und ich kann auch noch sehen. Und das ist jetzt das letzte Video von der Verkleidung der Heizungsrohre. In den letzten Videos habe ich das ja versucht mit der Betonoptik zu machen. Das hat mir jetzt alles nicht so gefallen, hat auch nicht so hingehauen, wie ich es gerne gehabt hätte. Jetzt habe ich so die ganzen Kleinigkeiten ausgebessert und ja, jetzt möchte ich das Ding einfach nur streichen. Das ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack zu dem Boden, der hier reinkommt. Und ja, vielleicht wird es der ein oder andere auch schon erraten, was hier später für Boden reinkommt. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, und zwar wird das Ganze jetzt gestrichen. Und auch zum Streichen gibt es wieder ein paar wichtige Tipps, die ich euch da mitgeben möchte. Punkt 1, wenn ihr streicht oder sowas streichen wollt, sei es Wände etc., weiß eigentlich jeder, die darauf liegende Wand oder daneben liegende Wand muss natürlich dann abgeklebt sein, falls ihr was in Farbe streichen wollt. Ganz wichtig. Und beispielsweise genauso wie ich das hier abgeklebt habe. Und falls ihr dann auch noch so wie hier, habe ich jetzt Acryl reingezogen. Das ist jetzt noch ein bisschen feucht. Das ist jetzt toll. Naja, das ist jetzt noch ein bisschen feucht. Ist jetzt aber nicht weiter tragisch. Nur wenn ihr dort jetzt feuchtes Acryl habt, könnt ihr das auch überstreichen, ist gar kein Problem. Aber passt bitte auf. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, immer wenn ich damit selbst mit Weiß drüber gestrichen habe, hatte das immer eine andere Farbe gehabt. Und noch wichtig ist, wenn das Acryl hart wird und ihr habt es vorher gestrichen, dann habt ihr auf der Fuge nämlich Risse in der Farbe. Deswegen mache ich das lieber immer erst, wenn das Acryl trocken ist. So kann die Farbe nicht reißen und so muss man später auch nicht mal überstreichen. Nur in dem Falle, ja, habe ich jetzt leider feuchtes Acryl und ich werde da jetzt einfach drüber streichen und werde es später, wenn es trocken ist und wirklich Risse hat, ja, nochmal überstreichen. Und nochmal zu der Farbe. Ich finde, wenn man auch weiß auf Acryl streicht, ja, hat das immer einen Farbunterschied. Ich weiß nicht, woran es liegt. Kann wirklich daran liegen, dass es nass ist. Und in dem Sinne würde ich da eher beigehen, wenn es trocken ist. Wenn ihr jetzt wirklich sowas habt, außer ihr habt jetzt was abgeklebt und habt das mit Acryl und das Klebeband versiegelt quasi, dann sollte man das natürlich sofort weiß überstreichen oder je nachdem in der Farbe und natürlich dann auch sofort das Kreppband wieder abziehen, weil sonst ist das Kreppband auf dem bzw. unter dem Acryl und wenn das ausgehärtet ist, dann habt ihr ziemliche Fransen und später ein riesiges Problem, das wieder gerade und sauber hinzukriegen. So, jetzt noch was. Und zwar kommen wir jetzt auch zu der Farbe. Ich habe mich für ein kräftiges Lila entschieden. Und das ist jetzt auch normale Wandfarbe, aber im Latexbereich. Und ich möchte das später halt gerne, dass der Träger in Anführungszeichen später auch glänzt. Und ja, deswegen ist das auch so ein kleiner, ja, Abgleich zum Boden später, der eventuell ähnlich aussehen könnte. Ne? Also das heißt, ich spiegel quasi den Boden in dem oberen Träger wieder oder weiter. Ist krasse Farbe, würde ich auch nie eine ganze Wand mit bemalen. Aber für sowas Kleines ist das schon recht geil eigentlich. Ja, kann man nicht anders sagen. So, und jetzt kommen wir auch dazu. Ich rolle das Ganze mit dieser kleinen Rolle auf. Ich brauche hierfür jetzt keine große Rolle zu benutzen. Nur wichtig ist einfach dabei, dass ihr wirklich die Rolle erst einmal richtig schön tief in die Farbe eintunkt und über die Farbe halt abrollt. Oder ihr habt so ein Gitter dabei, was es zum Farbe abziehen gibt. Und dass ihr die Rolle richtig schön einarbeitet mit Farbe. Weil wenn die nicht vollgesogen ist mit Farbe, werdet ihr später quasi einen checkigen Bereich bekommen und das wäre natürlich auch nicht so nice. Und ja, in dem Sinne würde ich jetzt sagen, ich habe soweit alles abgeklebt und ich werde die Hammerfarbe jetzt hier aufbringen und ja, wir sehen uns gleich wieder.
habe das Ganze jetzt einmal fertig gestrichen. Ich lasse das jetzt circa so ein, zwei Stunden trocknen. Und dann gehe ich da nochmal drüber. Ich denke mal, das sollte reichen. Oder man hier nur mal sicher gehen will, kann man das auch am nächsten Tag nochmal streichen. Nur, ja, ich bin ein bisschen im Zeitdruck. Und ja, deswegen sollte das jetzt gleich einmal ein bisschen trocknen. Und dann werde ich da nochmal rüber gehen. Und ja, wenn ich jetzt mich so umschaue, ja, finde ich das schon echt, echt cool. Das sieht richtig geil aus. Wenn später der Boden drin ist, denke ich mal, wird es noch geiler aussehen. Ja, ansonsten nehme ich die Rolle jetzt und lasse die einfach, ich habe jetzt noch Farbe drin, in die Farbe rein. Und so kann sich die Rolle auch noch schön weiter vollsaugen mit Farbe. In der kurzen Zeit wird da jetzt mit der Farbe auch nichts passieren. Das heißt, ich brauche die jetzt auch nicht so abdecken, vielleicht ein bisschen. Aber ansonsten, ja, sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Es sind jetzt ungefähr ein, zwei Stunden vergangen. Ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt. Die Farbe ist jetzt trocken und wie man auch schon unschwer erkennen kann, ist die Farbe sehr scheckig und hat unterschiedliche Farben. Und das ist natürlich immer, wenn man Farbe streicht und ungleichmäßig überall Farbe ist. Genau aus diesem Grund werde ich jetzt auch das Ganze ein zweites Mal überstreichen. Und bis jetzt bin ich echt sehr zufrieden. Nur was mir jetzt schon aufgefallen ist, bei Latexfarbe hat man halt immer so den Glanz oder halt ein bisschen mehr Glanz wie bei einer ganz normalen Wandfarbe. Den Effekt sehe ich hier bis jetzt noch nicht. Mal schauen, ob es jetzt beim zweiten Mal besser wird. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich bin jetzt fertig mit Streichen. Ich habe eben ein bisschen meine Hand noch eingesaut. Da lief noch schön die Farbe runter. Richtig eklig. Ansonsten habe ich das Ganze jetzt fertig und das lasse ich jetzt erstmal schön trocknen bis morgen bei Zimmertemperatur. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass das beim zweiten Mal streichen jetzt so das ganze Scheckige weg ist und ich habe jetzt auch schön gleichmäßig die Farbe verteilt. Da sollte es dann in dem Sinne auch keine Probleme mehr geben. Ansonsten noch zu der Rolle, die werde ich gleich noch einmal auswaschen, weil ich werde die Farbe so schnell erstmal nicht mehr brauchen. Und ja, ansonsten das Klebeband lasse ich jetzt vorsichtshalber auch nochmal dran, da ich nicht weiß, ob ich das vielleicht morgen oder in den nächsten Tagen nochmal überstreichen muss. Ja, ansonsten, wie gesagt, sieht das sehr, sehr cool aus, sieht richtig nice aus und ja, ähnlich wird der Boden später auch. So, in dem Sinne würde ich jetzt auch sagen, sind wir hier mit dem Träger jetzt erstmal soweit durch. Ich habe jetzt da auch die Nase wirklich voll. Der hat mich wirklich beim letzten Mal echt die Nerven gekostet. Wirklich schade, dass das mit der Betonoptik nicht geklappt hat. Aber ich denke mal, so sieht das auch ganz cool aus. Und ja, ich hoffe, dass der Glanz bleibt oder zumindest ein wenig, dass es nicht zu matt wird. Ansonsten muss ich mich da nochmal schlau machen, ob man das im Nachhinein vielleicht nochmal glänzen bekommt. Das weiß ich jetzt so aus dem Stegreif nicht. Ja, und in dem Sinne, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr Videos von mir sehen wollt, abonniert den Kanal. Es kostet nichts. Es ist wirklich for free und ja, in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und ciao.